So, jetzt ist es nach dem Gespräch. Ich habe das Gespräch mit dem Chef gehabt. Seine Frau war auch dabei, die arbeitet auch in der Firma. Ja, es war sehr angenehm. Es war sehr angenehm und sehr aufschlussreich. Bin froh, dass es so gut verlaufen ist. Lösung für diese unbefriedigende Situation, arbeitstechnische Lösung gibt es nicht, weil das Thema, das ich dort bearbeiten soll, ist einfach sowas von umfangreich. Und irgendwie weiß keiner eine Lösung, wie wir das gut hinkriegen können. Ja, also wir sind jetzt mal verblieben, dass ich bis Ende des Jahres meine Arbeiten aufarbeite. Das, was noch offen ist. Ja, schauen wir dann. Was aber interessant war, war, wo ich gesagt habe, wo ich mir leichter tun würde, ist, wenn ich auf Auftrag komme. Ich weiß, das ist immer so schwierig mit selbstständig und angestellt. Und ja, also da gibt es ja rechtlich ganz große Schwierigkeiten. Aber jetzt nur vom Gefühl her komme ich gerne, wenn es einen Auftrag gibt. Dieses, ich habe mir ist das eingefallen, ich habe das schon bei einer Firma gehabt, da sollte ich immer jeden Montag 8 Stunden fix da sein. Das ist einfach schwierig. Also, ja, es liegt wahrscheinlich an mir, aber ich komme lieber, wenn es einen Auftrag gibt. Einen konkreten Auftrag oder viele Aufträge, wie auch immer. Aber so ein Anlassfall. Jetzt kommen, ausmachen, besprechen. Mit einem Paket an Arbeit nach Hause gehen, wenn man wieder was erledigt hat, wieder treffen, besprechen. Aber so dieses Österreichische, kommst du halt mal vorbei, schau mal, bist eh da, vielleicht kriegen wir was weiter. Damit tue ich mir einfach schwer. Und tue ich mir immer schwerer und immer schwerer. Ja, und das habe ich heute meinem Chef auch gesagt. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit zu sagen, also wenn Sie sich einiger sind mit dem, was zu tun ist, dass sie mir sagen, dann jetzt, wir haben ein Thema und jetzt kommst du und besprechen wir das und dann ist es ein konkreter Auftrag. Vielleicht läuft es dann besser. Also das war jedenfalls sehr interessant, dass wir das so weit hingekriegt haben, damit, also zum Weiterbesprechen, vielleicht läuft es so leichter. Weil dann muss ich natürlich auch der Chef überlegen, was will er wirklich von mir und was soll ich wirklich tun. Wenn ich eh da bin, dann kann ich ja schauen einmal und dann, ja, also es ist eine andere Haltung. Und ich merke, dass ich es eigentlich gewohnt bin, so zu arbeiten. Also wenn ich was brauche, dann, ich sitze ja auch nicht einfach nur am Schreibtisch rum und warte oder so, sondern wenn es was zu tun gibt, dann mache ich was, anlassbezogen. Ja, und wenn es nichts zu tun gibt, mache ich was anderes, also in diesen verschiedenen Bereichen. Aber einfach mal wohin gehen und schauen, was ist los und wenn, ja, und dann beschäftigt man sich. Es ist ja nicht so, dass man nicht trotzdem Arbeit findet, man findet immer irgendetwas zu tun, aber. Aber so wirklich denn einen Auftrag von einem Chef oder von einem Vorgesetzten oder von einem Zuständigen zu erhalten und sagen, gut, das ist der Auftrag, das führst du aus, wenn du was brauchst, melden wir uns wieder. Das ist einfach anders. Da gibt es wesentlich mehr Kommunikation. Gut, also das war jedenfalls sehr hilfreich heute, dass wir mal auf diesen Punkt gekommen sind. Und ja, es ist die noch nicht die ganz letzte Entscheidung gefallen, aber es ist zumindest die Entscheidung zur Veränderung gefallen. Und das freut mich sehr. Ich werde ja auch im Dezember 50, das heißt bis dahin. Wird sich was ändern. Dann, tschüss.